In diesem Video stelle ich euch alle Klon-Commander vor, die wir aus Star Wars Legends kennen. Dabei werde ich zuerst alle Commander vorstellen, über die wir sowohl Informationen als auch Bilder haben. Danach werde ich euch die Commander vorstellen, von denen wir zwar ihre Namen kennen und vielleicht auch ein Bild haben, aber keine weiteren Informationen haben. Da es jede Menge Klon-Commander gibt, werden die Informationen zu ihnen auch kurz ausfallen. Wenn ihr zu bestimmten Klonen mehr wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich darüber in Zukunft auch Videos machen. Bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich euch noch schnell ein paar Star Wars Shirts vorstellen, die ich persönlich auch ziemlich cool finde. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Seite. Wenn ihr den nutzt, bekommt ihr 10% auf alles, was ihr dann auf der Seite einkauft und ihr könnt mich dadurch unterstützen, da ich so eine Provision auf die verkauften Shirts und Pullis bekomme. Also wenn ihr Lust habt, schaut dort mal rein. Doch jetzt direkt zu den Klon-Commandern. Da es in der großen Armee der Republik zu wenig Personal gab, um alle Truppen zu befehligen, wurden auch Klone für den Rang eines Commanders benutzt. Ein Klon-Commander befehligte dabei ein Regiment, was aus 2304 Klonen bestand. Über ihm stand nur noch ein Jedi-General, der den Befehl über 16 Klon-Commander und deren Regimentern hatte. Dabei konnten die Klone schon von Geburt an ausgewählt werden, ein Commander zu werden, oder es konnten Klone durch besondere Taten zu diesem Rang befördert werden. Einer dieser Klone war Appo, der während den Klonkriegen in der 501. Legion diente und durch seine Tapferkeit im Kampf zum Commander befördert wurde. Er blieb lange Zeit ein Commander der 501. Legion und war auch bei dem Angriff auf den Jedi-Tempel während der Order 66 dabei. Auch Commander Devis arbeitete sich vom Rang eines Captains zu dem eines Commanders hoch und wurde dann auf Kartunai Muidia stationiert. Blackout war ein Commander, der unter General Obi-Wan Kenobi den Angriff auf Christophsis mit einem Tarnschiff leitete. Es gab auch Klon-Commander, die nicht aktiv am Kampf teilnahmen, dafür aber hinter der Front wichtige Aufgaben besaßen. Blitz war genau so ein Commander, der damit beauftragt war, das Klontruppentraining auf Kamino zu beaufsichtigen. Grey war ein Klon-Commander unter Jedi-General Depa Bilaba, der seine Befehle während der Order 66 ausführte und sowohl Bilaba als auch ihren Padawan erwischte. Commander Gree war ein Klonkriegsveteran der ersten Stunde, der im 41. Elite Corps unter Luminara Unduli diente. Seine Expertise über Alien-Kulturen machten ihn zu einem Spezialisten, der in vielen Gelegenheiten sehr nützlich war. Kurz vor Ende der Klonkriege diente er auf Kashyyyk unter Meister Yoda, wo er starb, als er versuchte, die Order 66 auszuführen. Commander Fox war ein Klon, der auf Coruscant die Coruscant-Wache befehligte, die dafür zuständig war, den Hauptsitz der Republik sicher zu halten. In seiner Zeit als Kommandant der Wache half er dabei, Zero the Hutt dingfest zu machen und Cad Bane einzufangen, der versuchte, aus seiner Gefangenschaft auf Coruscant zu entkommen. Auch Commander Stone diente in der Coruscant-Wache und war dort einer Eskortgruppe zugeteilt, die Diplomaten auf ihren Missionen begleitete. Commander Baccara war der Kommandant der Galactic Marines, die schon nach kürzester Zeit als eine der gefürchtetsten Kloneinheiten galt. Mit diesen erlebte er viele Schlachten, bis er unter General Ki-Adi-Mundi nach Maegito geschickt wurde und dort die Order 66 ausführte. Auch Commander Jet diente unter General Mundi. Mit ihm nahm er an der zweiten Schlacht von Geonosis teil, um dort Druidenfabriken zu zerstören. Commander Cody war einer der Klone, der schon von Geburt an dazu bestimmt wurde, ein Commander zu werden, und schon in jungen Jahren zeigte sich bei ihm eigenständiges Denken, was die Kaminoaner besorgte, ihm aber im Kampf als Commander einen Vorteil brachte. Nach Abschluss seiner Ausbildung wurde er Commander des 7. Sky Corps und wurde General Obi-Wan Kenobi unterstellt. Obwohl Cody nach der Order 66 versuchte, Obi-Wan zu töten, überlebte dieser. Oddball war ein Commander des Squad 7, der auch selber mitflog, wenn seine Brüder mit ihren ARC-170 Sternjägern und V-Wings in den Kampf flogen. Commander Wolf kommandierte das Wolfpack Squad des 104. Bataillons unter Plo Koon. Wolf kann man als absoluten Veteran der Klonkriege ansehen. Er kämpfte in zahllosen Schlachten und gewann die meisten von ihnen. In einem Duell gegen Asajj Ventress verlor er zwar eines seiner Augen, schaffte es aber, diesen Vorfall zu überleben. Commander Phil war ein Klonkommandant, der bei einer Mission zur Ergreifung General Grievous starb. Commander Bly kommandierte das 327. Sternenkorps unter Aayla Secura und unter ihr kämpfte er in vielen Schlachten auf Quell, Maridun, Alzog 3 und Saloy Kami, wo er sie im Zuge der Order 66 tötete.
Pons war Commander des Lightning Squads unter Jedi-General Mace Windu von der ersten Schlacht um Geonosis an. Er starb jedoch schon ein Jahr später während einer Geiselnahme durch Aura Singh. Commander Neo kommandierte das 91. Aufklärungskorps und war mit der monatelangen Belagerung von Salai Kami beauftragt. Nachdem die Invasion auf Salai Kami gelungen war, wurde er mit Jedi-General Stess Eli damit beauftragt, alle übrig gebliebenen Separatisten auf dem Planeten ausfindig zu machen. Während der Order 66 tötete er Eli. Commander Faye diente unter Meister Oppo Rancisis während den Klonkriegen. Nach der Order 66 versuchte er, Jedi-General Quinlan Voss zu töten, wurde jedoch von ihm vorher besiegt. Über die übrigen Klon-Commander haben wir nicht so viele Informationen, weshalb ich diese jetzt nur kurz mit den wichtigsten Informationen, falls diese vorhanden sind, aufzählen werde. Commander Levitt war der Kommandant der 35. Infanterie. Commander Gensch war ein Klon, der unter Jedi-General Bolla Ropal diente. Commander Havoc war Anführer des Rancor-Bataillons. Commander Keller war der Leiter einer speziellen Abteilung der Galactic Marines. Commander Monk war auf Unterwassereinsätze spezialisiert. Commander Thorn war ein Kommandant der Coruscant-Wache. Will und Wooker waren Commander in der 501. Legion. Colt, Trauma und Valiant waren ARC Trooper mit dem Rang eines Commanders. Weitere Klonkommandanten waren Commander Doom, Tex, Dox, Jenks, Kite, Clutch, Aden, Vargus, Salvo, Get und CR-57. Das waren aber auch schon alle Klonkommandanten aus Legends, die wir kennen. Was sagt ihr? Welchen von ihnen findet ihr am coolsten? Schreibt es unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, euch mal die T-Shirts anzusehen, die ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, in der ich euch alles von einer gewissen Sache vorstelle, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte rein, da habe ich euch alle Videos dieser Art in einer Playlist gelassen. Ansonsten könnt ihr gerne mal bei meinem anderen Kanal Nerdbasis vorbeischauen, wo es momentan ein Video über Fakten zum Film Thor Ragnarok gibt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.